Hi ho, meine lieben Let's Play-Freunde. Ja, wie man sehen kann, es geht seit ewig langer Zeit mal mit FaZe weiter. Ich habe ja irgendwann mal ein Let's Play dazu angefangen, das Spiel regulär durchgespielt, aber niemals den Clear Run fertig gemacht, also den Rest geholt, auf die 100% zu kommen. Ja, und ich habe mir gedacht, da ich ja jetzt diese Wochenendprojekte, diese Sonntagsprojekte eingeführt habe, möchte ich das einfach mal jetzt nachholen. Auch wenn das jetzt schon fast 4 Jahre zurückliegt. Ich habe mal geguckt, Oktober 2013 ist die letzte Folge gekommen, also Ende Oktober 2013. Also kann man sagen, 3,5 Jahre ist das her, dass ich das Spiel durchgespielt habe. Ja, aber wie man so schön sagt, totgeglaubte leben länger. Deswegen holen wir das jetzt nach. Normale Aufnahme hat auch gerade mal 22 Folgen, also denke ich mal, dass wir da in zwei, höchstens drei Aufnahmesessions auch den Rest noch zusammenkriegen. Zumal wir ja eigentlich fast alles haben, also den Großteil. Es geht hauptsächlich jetzt nur um Secrets abklappern. Also starten wir mal rein und holen unseren Spielstand zurück. Ich werde aber auf jeden Fall in der Playlist darauf aufmerksam machen, dass es hier jetzt weitergeht. Ja, wir haben 149,6%, also 99,6% sind reguläres Spiel, weil uns fehlt, glaube ich, noch ein gelbes Würfelteil. Und 49, und die restlichen 50% sind die blauen Würfel. Von denen haben wir nämlich die Hälfte. Ich habe nämlich mal reingeguckt, ob der Spielstand noch läuft. Und ja, irgendein kleines Problem gibt es mit der DxStory-Aufnahme, was meine Aufnahmeanzeige oben in der Ecke angeht. Ich hoffe mal, die ploppt nicht zu oft in der Aufnahme auf. Ich habe jetzt geguckt, was ich da machen kann, aber viel konnte ich nicht machen. Ich hoffe mal einfach, dass sie während dem Spiel ausgeblendet bleibt. Also gehen wir mal auf Fortfahren. Jedenfalls flackert sie im Spiel schon mal nicht so rum. So, Gomez ist wieder am Start. Das war das Menü, da wollte ich nicht hin. Ah, mit Shift. Gut. Mich mal kurz wieder an die Steuerung gewöhnen. Ja, genau, uns fehlt noch ein so ein kleines Würfelfragment, wie man da oben sehen kann. Dann haben wir alle 32. Oh ja, Schatzkarten, damit war auch noch was. Und zwar mit der hier in der Mitte, glaube ich. Oder war es die untere? Ah ja, mit der war auch noch was, genau. Und mit der hier. Musste man auch noch irgendwas machen. Ah, das sehen wir da. Ich glaube, alle anderen Schatzkarten hatten wir bereits abgegrast. Außer die hier vielleicht. Ne, ich glaube, auch die hatten wir mit den Stufen, mit den Sprüngen. Gut, das erste, was ich machen will, was ganz mies vom Entwickler war, jedenfalls für die Good Old Games Version, die ich ja spiele. Also ich spiele nicht die Steam-Version. Oh, doch irgendwo war was mit. Ich habe ein Teufelsquadrat gesehen. Ja, wie auch immer. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wie man nochmal durch die Brille glotzt. Weil ich glaube, die Brille haben wir. Ne, wir haben die Brille gar nicht auf, hä? Müssen wir uns die erst wiederholen. Na, gucken wir mal. Ob ich mir jetzt zuerst die Brille wiederholen muss. Aber eigentlich, Gießer ist da oben nicht mehr. Und ja, so weit erinnere ich mich noch, dass ich im New Game Plus die Brille bekommen hatte. Oder ich muss so. Autsch.
Ja, ich kann sterben, nicht vergessen. Und ich muss jetzt Gisas Haus finden. Das war's nicht. Das ist nicht Gisas Haus, nein. Das auch nicht, das ist die Schule. Ist das Gisas Haus gewesen? Nein, hier sind die komischen Großköpfe. Ja. Oder ich bin gerade zu verpeilt, die Brille zu benutzen. Aber normalerweise... Nee, das ist nur die Kamera. Das ist auch nicht. Nein. Ja, den Raum müssen wir auch noch machen. Und dafür brauchen wir, gerade dafür brauchen wir die Brille. Ah, da ist Gieser doch. Schöner Hut. Obwohl, das war der falsche. Wir brauchen den mit dem Fes auf dem Kopf. Hops, hops, hops. Wohnt er hier drin? Ja. Es ist so lange her. Du bist an der Reihe. Ich bin müde. Und da ist dieses Ding mit dem Auge. Ja. Das ist nur das Optionsmenü. Steuerung. Ego-Perspektive ist rechte Alt-Taste. Ah. Gut. Wie sehe ich mich jetzt? Ach so, so sehe ich mich um. Gut, dann wird das auch geklärt. Okay. Jetzt, wo wir wieder drin sind. Erst einmal zu dem gemeinsten Rätsel überhaupt. Und zwar, wie ich ja gesagt habe, ich spiele die Good Old Games Version. Dort gibt es keine Achievement-Liste, die man sich ansehen kann. Nur in der Steam-Version und in der Xbox-Version. Und für dieses Achievement, in einem Achievement ist ein Code versteckt. Also ein Drehcode, der einen blauen Würfel freischaltet. Den man in der Good Old Games Version halt nicht so leicht findet. Also wenn man nicht ins Rapper draufkommt. Der Code dafür steht nämlich in der README. Also fange ich jetzt gerade mal mit dem Code an. Der macht also, geht zweimal nach rechts drehen. Also rechts drehen ist 1, 2. Dann einmal nach links. Zweimal nach rechts und 1, 2, dreimal nach links. Und dann in Zelda-Manier kommt der Würfel. Gut, damit wäre das abgehakt. Kommen wir zur nächsten Sache. Und zwar in dem Raum hier. Wollen wir als nächstes... Dort ist nämlich das Geheimnis, wofür ich die Brille brauchte. Jetzt muss ich gerade nur selber nochmal überlegen, wo das war, weil hier ist Gommels Haus. Hier? Nein, das ist das Haus des Bürgermeisters oder des Schnösels. So, hier mal hoch.
Hier drüben war es auch nicht, gell? Nein, das ist Gisas Hütte. Aber ja, die Hütte ist auch ganz, ganz wichtig. Nämlich wegen den vier Bildern hier. Das ist auch etwas, was ich nur durch Nachgucken gefunden habe. Es gibt nämlich vier Eulen, die wir auch noch finden müssen. Für ein weiteres Achievement. So, okay. Hier drin? Ah, hier drin. So, und zwar müssen wir hinter den Ofen. Wir müssen uns da jetzt umgucken. Ah, ich hätte schon können, hinterm Ofen wäre das Ding versteckt. Okay. Also doch nicht hinterm Ofen. Gucken wir uns hier einfach mal direkt um. Muss auf jeden Fall irgendwo sein, wo wir es nicht sehen können. Deswegen schreibe ich erstmal die anderen Zeichen auf. So, also die 1 müsste... Wo ist die 1? Okay, hier glitsch ich etwas. Jetzt muss ich nach der 1 gucken. Ach, die 1 ist dort. Also die 1, also hier, wo Gommels jetzt gerade hinguckt, ist die 1. 1 ist der dieser Tetris-Block, der nach oben zeigt. Dann brauche ich jetzt die 2. Die 2 ist da oben. Also hier. Das ist der Tetris-Block, der das D zeigt. Also nach rechts drehen. Die 3 haben wir auch gleich. Das ist der Tetris-Block, der nach links zeigt. So, jetzt brauche ich die 4. Da ist die 4. Das ist der Tetris-Block, der... Achso, springen. Also J habe ich das immer geschrieben. Das ist springen. So, die 5. Wo ist die 5? Ah, seht ihr mal. Da ist die 4. Aber den Block da sehen wir nicht. Genau, das ist der wahrscheinlich, der uns fehlt nachher. Aber jetzt brauche ich erstmal die 5. Muss ich bloß gucken. Die 5 hat eigentlich ein eindeutiges Symbol. Nämlich die 2 und die 3 eigentlich. Oder natürlich die 1 und die 4. Also der Block hier ist die 5. Jo. Jetzt brauche ich die Nummer 6. Die Nummer 6 könnte aussehen wie die 2 und die 4 kombiniert. Also ein durchgehender Strich von rechts nach links. Genau, das ist der Block hier. Der sagt A. Ach, plötzlich nicht D, sondern A. Bitte, so. So, das war die 6. Jetzt brauche ich die 7. Was bist du für eine Nummer? Du bist unten durchgezogen, das heißt, das ist 2 und 4 macht 6 und 1 macht 7, genau, also nach unten. Ja, nicht einschlafen, Gommes, also der hier ist Nummer 7. Und den, den wir hier nicht sehen, der Kandidat hier, kombiniert die 3 und die 1.
Ja, genau, macht Nummer 8. Und 8 ist in dem Fall wieder ein D. Gut. So. Das heißt, auf den Tisch und dann geht's los. Also. Hoch, D. Links, springen. Rechts, A, runter, D. Jawohl. Bingo. Das heißt, wir haben hier im Dorf schon mal alles abgegrast. Wir können uns noch die Blöcke ansehen, aber so ist nichts mehr. Das heißt, wir zoomen mal raus. Achso, das ist da hinten. Okay, als nächstes müssen wir also gucken, dass wir nach unten kommen. Und in den Raum gelangen. Weil, wie man eben sehen kann, hier ist nichts mehr. Hier haben wir alles abgegrast, also nach unten bitte. Jetzt bitte den sicheren Weg nach unten nehmen. So. Und hier durch. Ja, irgendwie habe ich ein bisschen Nostalgie gerade. Und ich hoffe, euch ist das jetzt nicht so langweilig, wenn ich jetzt hier ein altes Projekt wieder rauskram und nochmal zum Leben erwecke. Und Abflug kommt es. Aber ihr seht mich ja sicherlich gerne sterben. Beziehungsweise den armen Gomez. Hopp. Hoch da. Und wir sind oben. So. Jetzt müssen wir, muss ich mich mal kurz orientieren, wo wir sind. Genau hier. Auf der Seite haben wir schon alles. Ich kann ja mal hier hingucken. In den Thronraum, ob ich da was entdecke jetzt mit der Sicht. Also muss ich zu dem großen Raum. Nein, nicht zu dem. Auch nicht zur Stadt. Das war der falsche. Ja, genau, der mit denen. Mannequins hier. Die ich leider nicht verstehen kann. Noch nicht. So, Thronraum. Ich weiß nicht, entweder haben die mir was Nützliches zu sagen. Zum Beispiel der Gießerklon hier. Ah, da ist das Portal. Oder? Das ist so ein Portal. Ja, das war ein Portal. Ich weiß noch nicht, wo es mich jetzt hingeführt hat. Ach so, das hier ist das Ende. Ups.
Hier wollte ich eigentlich nicht hin. Ja, hier ist alles so träge. Ups. Ja, das ist schon mal nicht gut für die erste Aufnahme. Session nach so langer Zeit, sich gleich mal zu verlaufen und falsch zu gehen. Uah. Boing.